Herzlich willkommen zurück, liebe Schonkuli-Community, liebe Freundinnen und Freunde der World of Warcraft und ein herzliches Bienvenue und Bon Après-Midi, Li-Li-He, so war das. Liebe Leo-Hexe, die Person weiß, wer gemeint ist, das als kleiner Insider. Ich wollte die Abkürzung jetzt mal richtig hinbekommen. Ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem, ja, Goldguard kann man das gar nicht nennen, sondern eher, und deswegen habe ich mich für euch auch in Schalle geschmissen, hier wieder mit Krawatte und Hemd, ja, ganz ordentlich gebügelt. Heute das Thema eher World of Warcraft als Wirtschaftssimulation und messbare und qualifizierte Zahlen und Fakten. So, aufs Holz geklopft, einmal auf den Tisch gehauen. Falls ihr Lieben euch erinnert, hatten Exitus und ich in einem der letzten Goldcasts unseren schon coolen Gold-Podcast aus dem Inkasso-Büro zum bärtigen Mönch doch darüber gesprochen und sinniert. Sag mal, wie viel Gold machen wir denn eigentlich auf dem Weg von Level 1 zu 120? Und ich hatte angekündigt, dass ich das nachprüfen werde mit meinen 8 Chars. Es geht hier nicht um Multiboxing, sondern einfach darum, eine Bestandsaufnahme mal abzuschließen und zu schauen, balanciert sich eigentlich das RNG aus. Ja, der Random Number Generator, die Zufallszahlen, die gewürfelt werden bei der Entscheidung, habe ich beim Zugriff auf die Loot-Tabelle, kriege ich jetzt ein grünes Item oder kriege ich eine Trash? Was bekomme ich denn eigentlich an Questgold und an Rohgold? Und das Tolle ist, es gibt Statistiken. Falls ihr sie noch nicht kennt, einmal Taste Z drücken, dann habt ihr hier einmal die Vermögenswerte, die Statistikübersicht, und die möchte ich mit euch durchgehen. 2, 3 Vorbemerkungen dazu. Erstens, die Charaktere sind gerade alle Level 120 geworden. Frisch, ja, ding, 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 wunderbar. Falls ihr euch wundert und sagt, Moment, Andreas, du hast gesagt, bei Level 111 ist doch hier XP-Sperre, du wolltest oben World Farms machen. Ja, ich hatte aber nicht an Patch 8.2 gedacht zu dem Zeitpunkt oder damals. Ich möchte ja diesen Gold Rush mitnehmen, ja, die ganzen neuen Sachen farmen, die neuen Gebiete bespielen, die neuen Materialien, ja, abcatchen, rennen, ins Auktionshaus dumpen. Das funktioniert aber leider nicht mit Level 111 Chars, das heißt, ich musste sie so oder so jetzt auf Level 120 bringen. Das nächste, ich hatte keine Auktionshausarbeit. Ihr seht hier, erstellte Auktion, hier sind 559, 98, das kann man alles vernachlässigen und im Zweifel subtrahiert ihr das raus. Das ist Kokoschinski, ne? Das ist wirklich egal, also alles, was ich hätte ins Auktionshaus stellen können oder ins Auktionshaus stellen wollen, habe ich in meine Auktionshauscharaktere gegeben. Hier sprechen wir jetzt nur über Gold von Questbelohnung, über geplündertes Gold und über Gold von Händlern. Und ihr wisst, ich nenne das immer so primäres und sekundäres Gold. Primäre ist das auf jeden Fall, geplündertes und durch Questbelohnung erhaltenes Gold. Das kann man gar nicht verhindern. Das entsteht, wird dadurch generiert, dass ich überhaupt die World of Warcraft spiele und queste. Diese Geschichte setzt ja zumindest voraus, dass ich eine Interaktion hatte, nämlich einmal zum Händler gegangen bin, gesagt habe, verkauf mal den ganzen Kram. Das hatte ich jetzt mit meinen 8 Chars gemacht. Meine letzte Session brachte hier 5500 Rohgold bis 3700, 4300, das ist alles bunt gemischt. Hier 4,7, ne, hier haben sie repariert, seht ihr gerade. Das heißt, ich hatte die Taschen nochmal leer gemacht. Und das war, was ich erfarmt hatte jetzt im Laufe der letzten Balken auf dem Weg zu Level 120. So, und jetzt haben wir das endlich mal messbar. Wichtig ist aber nochmal, um die Vorbemerkung auch abzuschließen, dadurch, dass ich mit so vielen Charakteren gespielt habe, hatte ich auch eine XP-Strafe-Pynale. Das heißt, die Erfahrung pro gekillten Mob wurde erheblich reduziert, weil ich ja mit mehreren Charakteren gespielt habe. Heißt, ich musste natürlich viel mehr Gegner zwischendurch killen. Dadurch werde ich, und da stelle ich, auch mehr geplündertes Gold haben, als das Charaktere haben, die nur mit einem Charakter spielen. Als Spieler haben, die nur mit einem Charakter da durchspielen. Ich habe dadurch wahrscheinlich auch mehr Gold von Händlern pro Charakter, weil ich mehr Loot hatte und mehr Drops hatte. Das ist aber nur meine Vermutung. Schreibt mir bitte eure Erfahrungsberichte. Und Exi und ich hatten ja auch so kühne Schätzungen zwischen 25.000 Gold bis 40.000 Gold. Das kommt so ziemlich genau hin. Denn wenn wir jetzt mal hier meine Taschen durchgehen, 37.000 Gold, 37.000 Gold, was haben wir? 37.000 Gold, 37.000 Gold, 37.000 Gold, 37, 35, knapp 36. Also, liegen alle sehr ähnlich beieinander. Total interessant, finde ich, die Balance zwischen Questbelohnung und Gold von Händlern. 50-50 und on top dann geplünderte Gold. Ich bin nicht durch die Instanzen gerannt, also wenn ihr mit einem Charakter spielt und nutzt vor allem den Dungeon Browser, seid ihr wesentlich schneller durch. Ne? Ihr kriegt, glaube ich, bis zu 2/3 Erfahrung. Das heißt, ihr solltet auf dem Weg zu Level 120 wesentlich schneller sein als ich.
das jetzt mit diesen 8 Charakteren war. Dadurch konnte ich aber mehr looten und habe dadurch im Zweifel mehr liquides Gold, also flüssiges Gold, verfügbar. Jetzt kann man sagen, als Goldguide geht das nicht durch Level von 1 bis 120, dann hast du am Ende ja um bei 30.000 Gold plus minus, ist unter Opportunitätskosten, das ist ja ein Running Gag bei uns, eine totale Katastrophe. Das lohnt sich natürlich nicht, aber es ist ein Bonus, ein Add-on zu den Geschichten, die ich ja gelootet habe. Ich hatte Bergbau und Kräuterkunde, auch das bringt ein bisschen Erfahrung und die meiste Erfahrung habe ich eigentlich bekommen durch das Abschließen von Quests. Ja, also alles, was ich soweit geplündert habe, was in das Auktionshaus kann, was ich abgebaut habe an Stoffen, an Erzen und auch an Leder, einer meiner Jungs hier ist Kirschner, das ging alles an meine Auktionshauscharaktere, das habe ich alles weggeschickt. Das ist also nicht Teil des Ganzen. Das ist wirklich nur erspieltes, gelootetes Gold und den ganzen grünen Kladderadatsch, vor allem grüne Ankommen-BOE-Items, die ich verkauft habe, weil ich keinen Bock hatte auf den Shuffle. So, man kann natürlich ein bisschen Expulsum herstellen, damit habe ich auch angefangen. Vielleicht baue ich die Charaktere ja doch nochmal um zu Produktionschars, aber ich habe den ganzen Kram soweit nicht geschrottet. Ich hatte eine kleine Session, ja, 12 Stück reingehauen, fertig. 12 Items in den Schrotter, in den Scrapper. Ich habe den Verzauberungs- oder Entzauberungs-Shuffle habe ich auch nicht bedient. Und den ganzen Kram ins Auktionshaus stellen hatte ich relativ zeitnah überhaupt gar keinen Bock mehr. Das heißt, die ganzen grünen BFA-Items sind direkt an den Händler gegangen. Für die Multiboxer unter euch, /EMA eingeben, habt ihr hier bei dem Händler die Möglichkeit einzustellen. Sowieso Trash-Loot wird verkauft, die ungewöhnlichen Gegenstände. Und bei den Rare-Items und den Epic-Items könnt ihr die seelengebundenen Gegenstände verkaufen. Hier unbedingt den Haken reinmachen, denn falls ihr Sachen lootet und bekommt das irgendwie nicht mit oder überseht das, wie auch immer, nicht, dass ihr das direkt an den Händler gebt und an den Händler verkauft. Das ist also euer kleines Sicherheitsnetz. Könnt ihr hier aber einstellen und dadurch kann ich mit einem Tastenklick alles verkaufen, was ich gelootet hatte an Ankommen BE-Items oder was ich als Questbelohnung erhalten hatte. Denn das ist ja letztendlich, neben den Questbelohnungen hier, gibt es ja hier und da mal einen Gegenstand. Ja, einen Rüstungsgegenstand, eine Waffe, die ich nachher auch vertickt habe. Gibt also on top dann nochmal Gold von Händlern. Also, das heißt, zum Abschluss meine Bestandsaufnahme, ja, 35.000 bis 37.000 Gold um und bei mit meinen 8 Charakteren bis Level 120. Schreibt mir bitte in die Kommentare, berichtet mir bitte, ob das auch eure Beobachtungen sind. Kommt ihr zu anderen Zahlen? Habt ihr andere Ergebnisse? Das ist zumindest messbar. Diese Zahlen habe ich qualifiziert. In dem Sinne, dass ich jetzt erklärt habe, wie die eigentlich entstanden sind, woher ich das Gold habe. Auktionsgold bis auf hier die Handvoll Gold, die 596, könnt ihr gerne noch abziehen. Hat aber hier keine größere Relevanz, dann wäre ich hier bei knapp 37.000 Gold. Das sind die Zahlen, die man so natürlich auch nicht faken kann, ne? Questbelohnung, Gold von Händlern und geplündertes Gold, gibt es nachher auch so kleinere Achievements. Total interessante Aufteilung, ihr seht also, das RNG balanciert sich über alle 8 Charaktere aus. Meine These, meine kühne Behauptung ist, mit einem Charakter macht ihr auf jeden Fall bis Level 120 25.000 bis 30.000 Gold. Lehne ich mich aus dem Fenster, gebt mir bitte gerne Feedback, ob ihr das genauso seht. Und ja, dann sind wir an dieser Stelle auch schon durch. Demnächst kommen wieder meine Farm-Guides und Instant-Respawn-Guides. Bis dahin, schaut gerne bei Mark Zeltas vorbei. Der macht wieder World of Warcraft Gold-Guides. Hat ein Video gemacht zum Thema Kinderwoche, solange sie jetzt noch stattfindet. Ein ganz wichtiger, antizyklisches Kaufverhalten oder Verhalten im Auktionshaus. Wann und wie sinnvoll investieren, schaut da einfach mal rein. Ansonsten freue ich mich über den 4. Podcast, den ich demnächst mit Exitus mache, unseren Goldcast. Hier also mal etwas außerhalb der Reihe, ja, mich in Schale geschmissen für euch. Gebt mir bitte eure Rückmeldung, was eure Erkenntnisse sind. Wie viel Gold macht ihr aus eurer Erfahrung von Level 1 bis 120 ohne Auktionshaus, Rohgold, geplündertes Gold, Questbelohnungsgold und Gold von Händlern, würde mich total interessieren. Ja, das war's. Schon cool, dass ihr da wart, schon cool, dass ihr wiederkommt, ihr Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Mal, das war Andreas, bis dann. Und tschüss und... viel RNG wünsche ich euch. Bis dann.